dankbar, dass du es angenommen hast, dass wir so eine Kampfszene miteinander machen. Aber ich denke, das ist schon ein bisschen etwas Heikles. Da habe ich das Gefühl, das gibt es vielleicht ein paar Sachen, die die Leute, also dass sie vielleicht hemmen, oder dass sie sagen, ja, Kampfszene und so, wie wir es zum Beispiel auch gestern besprochen haben, dass sie sagen, es ist nichts von mich oder so, oder ich mache echte Kampfkunst und das ist ja nur Film und so. Du hast es angenommen. Warum, also sagen wir so, warum hast du es angenommen? Erstmal danke für das Angebot. Ich habe mich gefreut, dass du mich gefragt hast. Ich finde das Projekt eine gute Idee. Man kann auch sehen oder man sieht bei solchen Projekten auch die verschiedenen Charaktere. Wir sind auch aus verschiedenen Bereichen und dann kann man das Ganze einfließen lassen. Natürlich, ich habe jetzt keine Probleme damit, dass vielleicht der Stil vielleicht cool ausschaut, als Menschenstil zum Beispiel, ist mir egal, sondern ich sehe das Resultat daraus, wie man sich weiterentwickeln kann. Ja. Und mir ist das ehrlich gesagt, interessiert mich nicht, was die Leute sagen darüber oder ob sie es cool finden oder ob es nur gestellt ist. Ja. Und natürlich, jetzt haben wir dann unseren Kampf, hoffentlich werden jetzt viele sehen. Da hast du natürlich auch einen Adrenalinstoß. Ich hoffe, dass du mich einfach nicht zerbrichst. Gell? Also, das wäre schon noch wichtig. Jetzt versuchen. Oder umgekehrt, wenn du so schnell bist, dass ich gar nicht zum Zug komme. Nein. Also, das wird eine fantastische Sache. Also nochmal, es ist Sonntagmorgen und wir sind gemütlich drauf. Wir haben noch keine Choreografie bis jetzt. Wir sprechen nur davon. Aber wir sind schon entschlossen, wir schaffen das. Wir machen was Tolles gemeinsam. Wir schaffen das, genau. Und zwar, wir starten jetzt gleich mit der Choreografie, Sensei Peter. Und wir haben noch keinen Plan. Unser einziger Plan ist, Sensei Peter hat geträumt, die Choreografie geträumt. Und die versuchen wir jetzt mal zu machen. Alles klar, okay. Genau. Gut. Oh, jetzt, der Traum. Meine Motivation, der Bewegungsgrund, warum ich sowas eigentlich machen wollte, ich habe jahrelang überlegt eigentlich, oder? Und ist, dass man eigentlich gar keine Chance hat. Ich bin ja gerade vor kurzem abgetreten vom Sport offiziell und dann bleibt dir gar nichts übrig, oder? Entweder gehst du auf Turniere, das ist deine Plattform, oder? Und auf der anderen Seite, wenn du wirklich sowas in vielen Bereichen machen willst, bleibt dir nur, sagen wir, Spielfilme übrig, oder? Und das ist ja aus meiner Sicht heraus, rein von der Kampfkunst her, ist es ja komplett was anderes wieder, weil da brauchst du eine Story und da ist es an dem angepasst und das muss ja dem Publikum entsprechen, aber es geht nicht mehr so um die Kampfkunst. Also gerade bei diesem Projekt jetzt, wie wir es jetzt auch untereinander haben, geht es wirklich um die Freundschaft, dass man miteinander was macht. Also das ist vielleicht für das Publikum nicht so interessant, weil man will ja sehen, wer den anderen umhaut, oder? Und so, das ist eigentlich das, was die Leute sehen wollen, aber ich denke mir einfach, das ist eine Sache, aber wie gesagt, das Projekt, das wir haben, beruht auf Freundschaft und ich denke, das ist realistisches Leben, weil man hat ein schöneres Leben, wenn man miteinander geht und nicht gegeneinander geht oder so, rein von der Einstellung her. Ja, das ist das Schöne im Kampfsport, man lernt ja nie aus. Ja. Also wenn du Profisport machst, woanders, Fußball oder Tennis, ist es ja so, dass du eine gewisse Zeitspanne, wo du aktiv bist, wo du Erfolge machen kannst, bis 30 zum Beispiel, und dann ist es vorbei. Ja. Die meisten hören dann mit Sport auf oder machen dann amateurmäßig weiter. Ja. Bei uns ist es ja so, du kannst nie perfekt werden, du lernst nie aus und du brauchst immer Ziele oder du suchst immer neue Ziele. Heißt, erst magst du Kampfsport aus verschiedenen Beweggründen, Selbstverteidigung, Sport ist cool, auch Bruce Lee gesehen, ja, will ich auch können. Genau. Mit sowas findest du den Einstieg. Genau. Und dann machst du vielleicht Wettkämpfe, bist du erfolgreich. Und was machst du dann? Du brauchst immer wieder ein Ziel, wo du dich weiterentwickeln kannst. Richtig. Entweder man macht dann Katas oder man macht eigene Schule auf und unterrichtet Schüler. Oder man sucht sich andere Ziele, wie zum Beispiel die Filmprojekte. Ja, da kann man seine Techniken verwirklichen, perfektionieren und zeigen, was man kann. Richtig. Im Kampfsport kann alles funktionieren, auch nichts muss. Das war's. Also wir haben jetzt noch gar nichts gemacht, haben ein bisschen abgewehrt, aber ein harter Mann. Also es tut mir jetzt schon weh. Und wir haben noch nichts gemacht, also mich nimmt es da wunder, wie dann das kommt. Und er spart sich noch die ganze Kraft auf, das heißt, dass wir das noch kommen. Das bin ich gespannt. Und es gibt wenig Sportarten, wo du den Sport auch als Show verkaufen kannst. Ja.
Tennis kannst du schlecht als Show verkaufen, da musst du immer zuschauen, ein Wettbewerb, wir können auch was zeigen, muss nicht immer realistisch sein. Richtig. Es hat, wie du schon gesagt hast, es gibt verschiedene Bereiche, Sport, Selbstverteidigung und Kunst. Ja, genau. Und es gibt auch noch Show und es gibt auch noch Gesundheit. Und man bleibt durch Kampfsport eigentlich auch immer jung, wenn du dabei bleibst. Wenn man vom Wort Potenzial spricht, also wenn du sagst, du machst es natürlich, sagen wir, Nahdistanz und alle, die zu dir kommen, denen bringst du das bei und du predigst, das ist das einzig Richtige, das einzig Wahre. Es gibt schon noch andere, aber wir sind halt schon die Besten und so. Also wenn du das so predigst, sagen wir, du musst wirklich auch jeden Einzelnen, wo zu dir kommt, eigentlich durchfiltern und sagen, hat der wirklich auch Potenzial für die anderen Distanzen? Also, Das ist ja das Wichtige. Also, das heißt, das Potenzial, wenn jemand Nahdistanz gut kann, okay, aber er hätte auch die Chance, anderes zu lernen, weil du das ihm verbietest, kann er das nicht. Also, schlussendlich läuft es auf das hinaus. Jeder individuell sollte die drei Distanzen kennen. Dementsprechend kann er dann entscheiden, oder was ihm besser liegt. Das ist schon, weil zum Beispiel, wenn man sagt, Langdistanz, viele Leute können von der Distanz, sind zu langsam oder haben die Spritzigkeit nicht und so weiter. Aber dann kennt er es zumindest und dann kann er sich bewusst davon distanzieren und sagen, bei mir ist die Stärke eher da. Aber weißt du, nur eine Disziplin oder nur eine Distanz zu trainieren und dann die zu predigen, das finde ich also, wie gesagt, daneben. Ja, das ist eine Sackgasse. Ja. Die Kampfsport. Mit Hintergrund des realen Kampfes betreibst, musst du alle Distanzen kennen. Das ist ganz klar. Da bin ich ganz bei dir. Meine Kondition ist jetzt schon mal Ende. Denn jeder, was irgendetwas anders macht, ja. Ich lerne oft viel mehr von Anfängern als von Fortgeschrittenen. Warum? Ein Anfänger macht eine Technik so unorthodox, dass du die Technik nicht erkennst. Ja. Ein sauber geschlagenen, man weiß schon, Gerrit Halbgeist-Kick, wenn es sauber geschlagen wird und kommt, den siehst du. Mhm. Einer, der nicht beherrscht, der kommt, da kommt irgendwas. Mhm. Was magst du gegen irgendwas? Mhm. Irgendwas kennst du nicht, ist unbekannt. Und das Unbekannte ist immer schwierig, du was dagegen zu machen. Ja. Darum sind gewisse Charaktere, die irgendwas besser können oder anders machen, oft diejenigen im Vorteil, die alles gleich machen. Ja. Und alle Top-Kämpfer haben irgendwas anders gemacht. Ja. Tyson, Infight, Schlagkraft, Aufwärtshaken, genau. Muhammad Ali, Beinarbeit, Bruce Lee, Schnelligkeit, hat alles anders gemacht als die anderen. Und wenn du was anders machst wie die anderen, bist du überlegen. Ja. Weil die anderen kennen das nicht. Das Unbekannte, Überraschende ist das Gefährliche. Wenn man Idole mal nimmt, dann ist es eigentlich so, dass die eigentlich ihren eigenen Stil, ihre eigenen Fähigkeiten so ausgebaut haben, wo ihre Stärken auch sind. So ist es. Und eigentlich sollte ein System, ein Lehrer eigentlich, den Leuten diese Möglichkeit geben, dass sie sich individuell entwickeln. Oder? Und wenn du natürlich alle in dieselbe Schublade steckst, oder? Damit du natürlich über ihnen stehen kannst, dann hast du die Wahrscheinlichkeit nicht, dass du dich so entwickeln kannst. Oder? Deshalb ist bei mir im System ist natürlich der Fokus auf den Krieger, der im Schlachtfeld kämpft, ist bei mir quasi so wie das Ziel. Oder? Und wenn du auf dem Schlachtfeld stehst und kämpfen musst und da hast du mehrere Gegner, die sind bewaffnet, du kannst die Waffe verlieren und so. Und rein, wenn du dich in diese Situation versetzt, dann siehst du eigentlich, was für eine Möglichkeit du hast, um dich zu entwickeln. Oder? Und so, das wäre die Plattform. Oder? Aber wenn man dir nur predigt, der Stil, so wie er ist, und der Meister, der über dir, der ist ja der Beste, es gibt keinen anderen, es gibt schon andere, aber das ist so ein bisschen so die Einstellung, oder? Wo ich schade finde. Oder? Im Kampfsport ist es anders als überall woanders, in jeder anderen Sportart. Bei jeder Sportart gibt es den Besten, gibt es bei uns nicht. Im Gewichtheben ist der Beste, der das meiste Gewicht steckt. Im Kugelstoßen ist der Beste, der die Kugel am weitesten stößt. Im Kampfsport, auf der Straße zum Beispiel, hat der gut trainierte Weltmeister nur die Wahrscheinlichkeit des Vorsprungs, nicht mehr. Mhm. Da genügt ein Lucky Punch, eine blöde Situation, du bist überrascht, du bist nicht bereit, nicht aufmerksam, dann kannst du als 10-facher Weltmeister gegen einen Anfänger genauso verlieren. Mhm. Das gibt es nur in unserem Sport. Zum Thema Bruchtest gibt es natürlich viele Kritiker, die sagen, ein Brett oder ein Stein schlägt nicht zurück. Ja. Und nein, wenn ich Gewicht hebe, das Gewicht schlägt mich auch nicht. Also es ist auch eine gewisse Art eine Disziplin. Weg vom Kampf. Kampf gegen mich selber. Schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Wenn ich einen realen Kampf habe, brauche ich genau diese Geisteshaltung. Schaffe ich es? Ich muss es schaffen. Wenn ich es nicht schaffe, bin ich tot oder habe eine Verletzung, bricht mir die Hand. Mhm. Mein Bruchtest ist die gleiche Einstellung. Ja. Durch. Ja.
den Widerstand zerbrechen oder ich gehe kaputt. Das Prinzip, die geistige Einstellung ist die gleiche. Ja, genau. Also auf der geistigen Ebene, da kann man nicht sagen, die Bretter schlagen nicht zurück. Obwohl das 1973 Bruce Lee bei Enter the Dragon, Bob Wolf, schlägt das Brett und dann sagt Bruce Lee zu ihm, Bretter schlagen nicht zurück. Da gibt es auch, in dem Film kommt das vor, oder? Aber ja, ich meine... Der Sandsack schlägt auch nicht zurück, ja. Aber ich trainiere trotzdem am Sandsack. Ja, natürlich, natürlich. Es kommt halt drauf an. Also dann gibt es auch der andere Ausdruck, wo man sagt zum Beispiel eben, die Gürtel ist nur da, um die Hose zu halten. Und nachher kommst du aber mit T-Shirts und machst Logos mit verschiedenen Farben. Ja, super, oder? Super, oder? Also ich meine, den Sinn dahinter muss man verstehen, oder? Also das Coole bei so einer Kampfszene ist, dass man wirklich auf einer neuen Plattform sich nochmal quasi beweisen muss, aber nicht mehr so alleine, sondern miteinander, es muss ja miteinander funktionieren und einfach eine andere Plattform als, sagen wir, Turniere zu gehen oder Kampfkunst zu unterrichten, Seminare, ist einfach ein neuer Bereich, wo einem extrem viel abverlangt, wo eine nachhaltige Arbeit ist und das klappt natürlich nur, wenn ihr uns unterstützt und dass ihr einfach informiert seid, wir geben uns wirklich Mühe, um wirklich, sagen wir, eine nachhaltige, coole Kampfszene zu machen. Danke, Sensei Peter. Kampfsport ist ein großer Begriff. Richtig. Da kannst du alles hineininterpretieren und hört niemals auf. Und man braucht natürlich auch immer Ziele. Ist wichtig. Genau das ist das. Und das ist auch ein Ziel und das ist ein geiles Projekt. Genau. Und ich danke dir wirklich. Das ist für mich, ich meine es im vollen Ernst. Ich habe es zwar mehrmals gesagt, das nochmal vor der Kamera noch. Ist mir eine riesengroße Ehre. Danke vielmals. Wirklich.